Hey, schön, dass du bei diesem Video dabei bist. Der Hannes hier. Ich möchte dir in dieser Videoserie den Song Take a Look Around von Limp Bizkit auf der Gitarre zeigen. Ich habe zwar heute keine rote Mütze dabei, dafür meine roten Schuhe. Und ich hoffe, du hast viel Spaß in diesem Tutorial. Wir werden auf viele verschiedene Dinge eingehen, weil es gibt viele coole Sachen zu entdecken. Es gibt ohne Ende geile Riffs in diesem Song und aber auch ein paar Sachen zum Thema Effekte und zum Thema Gitarren-Tunings. Das heißt, wie man seine Gitarre stimmt, damit das Ganze dann auch möglichst so klingt wie nachher im Original. Ich werde hier in dieser Serie das Ganze jetzt erstmal, wenn nicht anders beschrieben, mit einer normal gestimmten E-Gitarre machen. Damit hier jetzt keine Verwirrung aufkommt, wie stimme ich jetzt hier meine Gitarre, damit ich den Song lernen kann. Wenn du es nachher dann mitspielen möchtest zur Aufnahme von Limp Bizkit, musst du deine Gitarre aber umstimmen, damit das Ganze dann auch so funktioniert wie auf der Aufnahme eben. Das macht es dann leichter mitzuzocken, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen im Video. Ich gehe da später in der Serie drauf ein und ich spiele jetzt mal vor, was sich in diesem Video hier, in diesem ersten Teil dieser Serie erwartet. Also los geht's! Griff Nummer 1, ohne Effekte auch erstmal, wie gesagt, damit du gut sehen kannst und gut hören kannst, was ich da spiele. Und das erwartet dich auch noch in diesem Video. Also geht es im Prinzip hier um das Intro-Riff oder Hauptriff von dem Song und das, was in der Strophe bei dem Song passiert. Bevor wir jetzt loslegen, empfehle ich dir, in der Videobeschreibung nochmal zu schauen, da hinzuklicken und dich bei meinem kostenlosen Crashkurs anzumelden. Der wird dir helfen, zu lernen, wie du das Plektrum, wie du die Gitarre vernünftig hältst, damit du hier in diesem Tutorial gut zurechtkommst. Viele kostenlose Videolektionen zum Thema Gitarre findest du da und jetzt geht es auch los mit dem Tutorial. Also wir starten im 14. Bund. Auf der tiefen E-Seite. Hier meistens hast du da einen Doppelpunkt an der Stelle. Da hier im 14. Bund mit dem Ringfinger starte ich da und dann schlage ich das fünfmal an. Viermal nach unten, einmal nach oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann in den 12. Bund auf der A-Seite. Dann in den 14. Bund auf der A-Seite und wieder einen Pull-Off zurück zum 12. Bund in der A-Seite, auf der A-Seite. Also. Ja, und diesen Pull-Off, der wird dir vielleicht am Anfang erstmal ein paar Schwierigkeiten bereiten, deswegen üb den ruhig mal erst alleine für sich, ja, dass du erstmal guckst. Vom 14. Du ziehst den Finger quasi nach unten weg, ja, hier den Ringfinger meine ich jetzt, schlägst die Seite an und dann erzeugst du den Ton, der hier im 12. Mund wartet, indem du den Ringfinger wegziehst und das ist dann, als würde der Finger hier im Prinzip den Ton erzeugen, nicht dein Plektrum. Damit die Nachbarseiten nicht versehentlich angeschlagen werden, liegt mein Zeigefinger hier auch schön, ja fast schon platt drauf. Nicht jetzt hier so komplett wie ein Barré-Griff, aber so, dass ich die Nachbarseiten abdämpfe, damit die nicht versehentlich hier von meinem Pull-Off-Finger hier so erwischt werden. Also, 2, 3, 4, 5. Bei der Wiederholung dann spielst du wieder fünfmal den Ton hier im 14. Bund an, der Ton Fis heißt er übrigens. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann geht es mit dem Zeigefinger in den 12. Bund auf der E-Seite und mit dem Mittelfinger in den 13. Bund auf der E-Seite. Wieder beides mit Abschlägen gespielt. Also gibt es im Prinzip einmal Runde A und Runde B. Nochmal das Ganze. Runde A. Und Runde B.
empfiehlt sich dabei so ein, schon mal am Anfang habe ich jetzt hier auch ein bisschen Reverb oder Hall, wie auch immer du es an einem Verstärker markiert hast, dazu zu mischen, damit das Ganze schön räumlich klingt. Es gibt nachher auch noch einen Delay-Effekt da drauf. Darauf gehen wir, wie gesagt, in einem weiteren Teil dieser Serie ein. Deswegen auf jeden Fall am Start bleiben. Kommen wir jetzt zu dem, was in der Strophe passiert. Und zwar brauchen wir dafür viele Töne, die du so in einer Pentatonik zum Beispiel schon mal vielleicht gesehen hast. Ja, das kommt dir dann vielleicht bekannt vor. Also da schon mal an Pentatonik denken, dann kannst du es dir vielleicht auch schon direkt besser merken und abspeichern. Wir starten dafür, also ich spiele hier gerade nochmal die Pentatonik vor, und zwar die Fis-Moll-Pentatonik hier ganz weit oben auf der Gitarre. Garniert mit ein paar zusätzlichen Tönen noch aus der Molltonleiter und aus der Bluestonleiter, aber erstmal egal. Es geht darum, dass du hier so eine grundsätzliche Orientierung hast, worum es hier bei diesen Tönen geht. Und auch wo die herkommen. Und zwar starten wir dann hier, das kannst du mit dem kleinen oder Ringfinger machen, ich glaube Wes Bornett macht es tatsächlich mit dem kleinen Finger, im 17. Bund auf der hohen E-Seite. Und schlägst sie einmal an, nach unten. Und dann brauchen wir danach sofort mit einem Aufschlag gespielt den Ton im 14. Bund. Und danach im 14. Bund auf der H-Seite den Ton, den ich auch mit dem Zeigefinger dann greife. All the teaching in the world today, all the little girls filling up the world today. When the good comes the bad comes the good, but I'm a living life like I should. Ja, an der Stelle sind wir hier, nur noch mal zur Orientierung. Also das erste Muster. Da ruhig erstmal ganz langsam, dass sie auch einigermaßen ineinander klingen, also nicht, ja, schön einen fließenden Sound da haben. Und nicht. Und dann geht's weiter. Wieder 17. und 14. Bund auf der E-Seite. Aber diesmal unser Zielton, nicht hier im 14. Bund auf der H-Seite, sondern im 17 Bund auf der G-Seite. Ja, das spiele ich dann mit dem Ringfinger. Dann das ganze Spiel nochmal. 17, 14 und dann 16. Bund auf der G-Seite wieder mit dem Ringfinger. Also bis dahin. When the good comes the bad comes the good. So, weiter geht's dann für das letzte Stückchen hier. Wieder 17 und 14er Mund auf der E-Seite mit Ab- und Aufschlag. Also. Und dann geht's mit dem Mittelfinger in den 15. Mund auf der H-Seite. Nochmal, nochmal und zweimal im 14. Mund auf der H-Seite. Mal ganz von vorne, das Strophenriff. So, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Immer am Anfang eines jeden Taktes kommt wieder das Riff, beziehungsweise die nächste Stufe. So, das ist die Strophe und dann gibt es wieder einen Part, wo es wieder zurück in das erste Riff geht. Und dann geht es wieder zurück in. Und so weiter und so fort. Und somit kannst du dich schon durch sehr, sehr viele Teile des Songs mit diesem Riff hier, oder diesen beiden Riffs durcharbeiten und gucken, was geht. Ich empfehle dir auf jeden Fall, das Ganze schön langsam erstmal zu machen, um
dann auch das Ganze rhythmisch gut hinzubekommen. Du kannst zum Beispiel auch bei den YouTube-Videos ja, an deinem Rechner das Ganze auf halbe Geschwindigkeit stellen, um mitspielen zu können, wenn du das denn möchtest. Jetzt sei es hier oder bei einem Bizkit, ganz egal, wenn dir die Geschwindigkeit zu hoch sein sollte zum Mitüben. Das Ganze, wie du gehört hast, war auch erstmal ein cleaner Sound. Aber wie gesagt, es lohnt sich in der Serie auch nochmal vorbeizuschauen. Ich gehe nachher nochmal auf Effekte und Stimmung von diesem Song ein in einem weiteren Video von dieser Serie. Im nächsten Video kümmern wir uns dann um die richtig rockigen Riffs mit viel Verzerrung. Insofern auf jeden Fall am Start bleiben und ich empfehle nochmal in der Videobeschreibung zu schauen. Da findest du meinen kostenlosen Crashkurs. Gib dir viele nützliche Tipps und Tricks zum Thema Gitarre lernen, damit du auch dieses Tutorial geil an den Start kriegst. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao.